Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Auf zu dem Treffen mit Elise. Oh ja, ich werde sowas von spielen. Eine vorsichtige Allianz. Also? Also. Du warst wohl fleißig. Bei der Suche nach dem Mörder deines Vaters? Ja. Dann viel Glück. Er tötete viele meiner Mitstreiter. Die übrigen haben nun Angst und schweigen. Ich bin ihm jetzt nicht näher als vor 2 Jahren. Ich sah ihn. Was? Wann? Wo finde ich ihn? Ich halte das für keine gute Idee. Er will deinen Tod, Elise. Was? Du willst mich beschützen? Ich will dir helfen. Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Das kann wohl kaum dein Ernst sein. Ich traue den Assassinen nicht. Vertraust du mir? Ich habe mich nicht verändert, Elise. Ich bin noch immer derselbe, der den Koch ablenkte, während du den Nachtisch stahlst. Derselbe, der dir über die Mauer in diesen Obstgarten mit den Hunden half. Nun gut. Bring mich zu deiner Bruderschaft. Ich höre mir das Angebot an. Angebot könnte übertrieben sein. Oh, ich habe ja gesagt, ne? Bei der nächsten Quest dann. Nee, also. Wenn das jetzt warte, starte ich natürlich noch die nächste. Hoppla. Na, wie es aussieht. Sieht's gut aus. Ne? Ja, kann man so sagen. Ja, es geht noch weiter. Eine Templerin. Was hat er vor? Ehrlich. Sie sind etwas paranoid, wenn es um ihre Sicherheit geht. 2x rechts, 73 Schritte, eine Treppe herunter, nach links und dann wieder rechts. Habe ich was vergessen? Was hast du nun wieder angerichtet, Pisspot? Die Templer haben ihren Tod beschlossen. Also bringst du sie her? Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Schweig! Wie? Wen haben wir denn hier? Mein Name ist... Um Himmels Willen, nehmt ihr diese Binde ab. Wie lächerlich. Mein Name ist Elise de la Serre. Mein Vater war François de la Serre, Großmeister des Templerordens. Ich will um eure Hilfe bitten. Fahrt fort. Mirabeau? Müssen wir diese Debatte wieder aufwärmen? Wir müssen. Und wir werden, Meister Guémard. Wenn ihr keinen Vorteil darin sehen könnt, dass François de la Sars Tochter an unserer Schuld steht, bange ich um unsere Zukunft. Fahrt fort, Mademoiselle de la Sars. Ah, jetzt kommt's. Ihr seid niemand, mit dem ich normalerweise verhandeln würde, Monsieur. Doch mein Vater ist tot. Und auch meine Verbündeten im Orden. Wenn meine Rache die Hilfe der Assassinen erfordert, dann ist es so. Verhandeln am Arsch! Das ist ein Trick, um uns in Sicherheit zu wiegen. Töten wir sie und schicken ihren Kopf als Warnung zurück. Belek! Genug! Offenkundig sollten wir dies unter uns ausdiskutieren. Entschuldigt uns, Mademoiselle de la Serre. Natürlich. Arnaud, vielleicht begleitest du sie. Ihr beide habt sicher viel zu besprechen.
mir fehlen einfach die Worte. Das ist echt cool. Oh, jetzt muss ich was machen. Wie ich es mir vorgestellt hatte. Hab Geduld. Mirabeau wird sie schon überleben. Glaubst du wirklich, wir können ihn finden? Nach all dieser Zeit? Er kann nicht immer Glück haben. Ich lasse mich nicht beleidigen. François Germain glaubte das Land von mir. François Germain? Ja. Wo ist er? Sein Geschäft ist auf der Rue Saint-Antoine. Warum? Bis zum... Elise! Wieso rennst du denn jetzt weg? Mädel! Doch nicht, während ich jemanden bestehle. Warte auf mich! Alter, wie die abgeht. Hole ich sie überhaupt ein? Ja, ich glaube ein bisschen. Elise! Erstmal über den Stuhl springen. Wo willst du denn hin? Meine Güte. Junge. Warte doch! Geht aus dem Weg. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Was hast du denn vor? Nein! Hey, Mann! Scheiße, aber ich Glück gehabt. Was sollte das denn? Arnaud. François Germain war Adjutant meines Vaters. Was? Er wurde aus dem Orden verstoßen, als ich klein war. Ich glaube, es ging um ketzerische Ansichten oder Jacques de Molay, ich weiß es nicht mehr genau. Doch er sollte tot sein. Er starb vor Jahren. Das hat ihm wohl keiner gesagt. Ich würde ihm liebend gern ein paar Fragen stellen. So wie ich. Das hätte sie mir nicht einfach sagen können. Werkstatt nur suchen. Ist das der Schmied? Ich kann mir keinen Namen merken, deswegen. Leer. Alter, wenn das der Schmied ist, ne? Oh. Da oben. Dort war seine Werkstatt. Dann los. Ich bin. Alter. Ich feiere mich da sowas von ab, wenn ich recht hatte. Groß, graues Haar, verschiedenfarbige Augen. Nun, dann war es vielleicht doch derselbe Germain. Ist wohl niemand daheim. Elise. Sag es nicht. Eine Falle? Eine Falle. Jo. Du bist kein Patriot. Geh weg, Junge. Bam. Nun, das war äußerst belebend. Genau wie damals in Marseille. Nur dieses Mal ein bisschen blutiger. Hier gibt es nichts. Er muss gewusst haben, dass er auffliegt. Dann ist er wieder entwischt. Vielleicht nicht. Suchen wir weiter. Verschlossen. Vielleicht könnten wir anklopfen. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht zur offiziellen Führung gehört. Arnaud. Schau. Das ist er. Er hat meinen Vater getötet. Sagen wir es Mirabeau. So schnell wie... Ich übernehme das. Triff mich bei Mirabeaus Anwesen. Wie soll ich das denn übernehmen? Ich hab ja wieder voll. Kannst du sie sehen? In den Fenstern, auf der anderen Seite. Pass auf! Punkt, 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 Punkt.
Und wie schieße ich jetzt? Ich kann den Typen ja markieren, ne? Da, wo ich hinschießen soll. Und dann? Ah! So läuft das mit der Markierung. Ich verstehe. So, ich markiere den. Mach ich ja mal so. Ah! Man lernt nie aus. Was ist eigentlich, wenn ich den markiere und den markiere? Und dann schieße. Okay. Okay. Erinnerung abgeschlossen. Yeah. Novize, hier ist Bishop. Hörst du mich? Das war verdammt gute Arbeit. Du hast ihn. Oh yeah. Thomas Germain. Großmeister der Templer und ein Weiser dazu. Soweit wir wissen, ist er der zweite Weise, der den höchsten Rang der Templer bekleidet. Ein beunruhigender Trend. Bleib bei Arnaud, bis wir mehr über diesen Germain wissen. Er könnte den Großmeister überlebt haben und uns zu seiner Leiche führen. Bishop out. Könnt ihr ihn überlebt haben? Was soll denn das heißen? Was soll das denn heißen? Bin ich etwa... Ich sterbe doch nicht. Bitte dich. Ah, oh, Gott sei Dank. Und die nächste Hauptquest. Wir müssen erstmal nichts mehr erkunden. Und nach der Quest. Oh, wir müssen hier in das Gebiet. könnte ich irgendwie wetten. Das Gebiet, da waren wir ja mit der Hauptquest und nicht. Da, das hatte ich einfach mal so erforscht. Ich gucke halt, könnten wir hier noch irgendwas in den letzten 3 Minuten machen? Nicht so wirklich, ne? Schade. Und ich bin auch viel zu weit weg. Wir versuchen hier die Truhe noch zu bekommen. Ich denke, das passt noch gut in die ungefähr drei Minuten rein. Wenn wir sie überhaupt öffnen können. Hey du, ich will mit dir reden. Auf welcher Seite stehst du? Was wollt ihr von mir? Ich glaube, wir kennen uns nicht. Oh, verstehe, du bist ein Royalist. Oh, ja. Kriegst du jetzt, was dir zusteht? Oh, stirb, du Feigling! Oh, ja. Dass ich extra warten muss, bis sie sterben, ist schon ein bisschen scheiße. Aber was will man tun? Ich habe zumindest dafür gesorgt, dass er nicht noch mehr umbringt. Darauf kommt's an. Hey, können wir öffnen? Ach, scheiße. Ich sollte mir vielleicht neue Dietriche holen. Ich sollte möglichst mal alles auffüllen. Yeah, 1000. Wir können einfach mal in den Shop dort unten reingehen. Wenn er runtergeht. Nein. Ja. Wunderschön. Und interagieren. Vorausgegenstände. Nein. 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 Ja. Ein bisschen. Die kosten ja überhaupt nichts. Ja, wieso nicht? Nur, dass Medizin am meisten kostet, ist ja irgendwie klar, ne? Dietrich ja auch noch easy. Und Dom. Ja, und der Rest ist wieder voll. Schön, schön, schön. Jo. Geht mir aus dem Weg! So, ist hier noch irgendwas in der Nähe, was ich mir schnell holen könnte? Ich könnte hier die Truhe mir noch angucken. Das ist aber wirklich sehr knapp. Wenn ich sie nicht öffnen kann, dann passt es direkt rein. Wenn ich sie öffnen kann, dann dauert es ein bisschen länger. Ein bisschen. Also sie scheint auf dem Boden zu sein, dann wird sie mit Sicherheit beschützt. Ja, sie wird beschützt. Luftattentat. Oh, ich habe ja wieder 20.000. Nice. Ich weiß gar nicht, habe ich eigentlich schon die beste Pistole?
können ja mal gleich zusammen noch gucken. Weil ich glaube, die fehlt mir noch. Ja, ich kann mir das noch öffnen. Oh, das wird... Das könnte schwierig werden. Oder auch nicht, ne? Oh Mann. Ass geschneidet. Schick, 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 schick. Maskenschneider, Lungenmantel. Werden wir aber nicht brauchen. Weil wir schon das Beste haben. Ausstattung. Ich will mal kurz einfach mal gucken. Ja, irgendwas hier von. Wir haben ja auf jeden Fall eine verdammt viele. Alter, wie viele Sachen wir. Eigentlich brauchen wir uns das gar nicht angucken. Weil. Was unwirst das? Und wenn wir alles haben, dann werde ich hier so nach und nach mal die hier machen. Weil die. So, ne? Diese Waffen, die sind bestimmt richtig hammergeil. Aber das. Das ist ja mit dem Upgrade. Deswegen sind sie wahrscheinlich so hammergeil. Die Dinger, die haben mit Sicherheit eine richtig hammergeile Durchschlagskraft. Ja. Oh, ich hab wieder 4 Punkte. Dann könnten wir sogar noch was shoppen gehen. So. Ja, dachte ich mir schon. Wir haben so ziemlich die schlechteste. Die hier wäre an sich die beste. Würde Schaden Maximum machen. Geschwindigkeit, aber das hier würde Schaden und Geschwindigkeit. Wäre eigentlich. Die ist eigentlich besser wie die hier. Na gut, wenn da eine ganze Menge auf einen zukommen, ne? Aber dafür macht die ja Piu, 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 Piu. Ja, und die ist mehr so. Die hat einfach nur Style. Die hat einfach nur Style. Kann man nicht anders sagen. Aber ich denke, ich werde mir dann die hier holen. Aber das dauert ja noch. Wir haben ja erst. Und hier bei den Ausstattungen. Ne, Kopf haben wir, Brust haben wir. Ach, Unterarme gibt es auch noch. Okay. Ne, Moment. Unterarme, Beine. Ah, es gibt gar keine Schuhe. Da liegt der Crew. Na, hier würde man mehr Schaden bekommen. Auf jeden Fall nice. Wieder ein bisschen mehr Gesundheit. Zusätzliche Phantomklingen, was auch geil ist. Und man macht weniger Geräusche. Und das wiederholt sich hier so ein bisschen. Pi mal Daumen. Und so wie es aussieht, werde ich mir dann entweder die dann oder die dann hier holen. Geil sehen sie auf jeden Fall beide aus. Na, hier, und wegen der Teile, könnt ihr euch ja kurz mal zeigen, wieso. Na, man hat dann einfach mehr. Okay, da ist jetzt. LOL. Ah doch, hier, Medizin. Na, werde ich wahrscheinlich dann irgendwas nehmen, was der Medizin dann mehr dazu gibt. Ist ja klar. Den Rest benutze ich ja kaum. Ja, wird dann sicherlich dann die sein, auch wenn... Wir werden das dann sehen. Ja. Und hier... Na, wird dann weniger Fallschaden und sowas machen. Obwohl, die bringen mir eigentlich sogar noch weniger wie die Teile, weil so 5... Medizin mehr ist ja schon geil. Und Laufgeräusche, ich mache ja schon wenig genug Geräusche. Und das hier, das gibt ja gar keinen Bonus. Aber das ist dann vom Design, wenn wir damit fertig sind und wir dann total scheiße aussehen. So, und jetzt wegen den Fähigkeiten. Das war auf Nahkampf. Nein. Nein, immer noch nicht. Dann runter. Nee. War es doch bei Schleichen? Hä? War ich jetzt total blöd? Ah doch, hier, Luftattentat. Das können wir uns nämlich noch holen. Dann haben wir nämlich auch schon mal alles. Und jetzt können wir erstmal sparen, weil... ich wieder rein kann. Weil wir dann hier auf die 9 Punkte dann aufsparen. Weil das braucht... bei Sequenz 9 werden wir... irgendwann mal da sein. Und dann will ich zumindest mindestens 9 Dinge haben. So, die Folge geht jetzt schon viel zu lange, dafür, dass es die letzte in dieser Aufnahme ist. Ich hoffe, jegliche Folgen haben euch gefallen. Ich habe diesmal ja nicht so hart gefällt wie in den anderen Folgen und Aufnahmen vor allem.
Ja, ich freue mich, wenn ihr wieder das nächste Mal... Ihr seid viel zu laut. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut, wenn ich hier übelst faile und die Story von Assassin's Creed Unity weiter spiele. Bis dahin. Ciao.